Das. Muss ich aber erstmal gucken. Ich will dann das hier nehmen. Da gehen wir erst runter und dann da. Und dann dürften wir eigentlich. Wenn wir dort vor der letzten Abzweigung hier so ungefähr stehen bleiben würden, dann dürfte. Ich glaube, ich habe nicht mehr wirklich die Zutaten dafür, um dorthin zu kommen. Halt mal in die Richtung. Und sonst muss ich den dann halt auch wegschicken. Nützt ja nichts, wenn wir hier unsere ganzen Zutaten schon verknallen, bis wir mal dem helfen wollen. Scheiße, 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 ich komme doch beim besten Willen nicht hin. Aber dort muss ich doch hinkommen. Mehr wird's nicht. Hüpfen. Tja, Kollege, soweit es mir tut. Donner haben wir nicht. Wir haben Hüpfen, wir haben Mana. Explosion. Explosion wollte er ja nicht. Und Feuer will er auch nicht. Schwacher Feuer und Berserkertrank. Ach du Scheiße, da hatte ich gleich zwei was. Aber das würde er auch nicht wollen. Nee. Brauchst du Kräuter? Oh. Ja, für 102 wirst du mir. Oh Gott, was ist das denn? Ah, ist zu teuer. 7,5.
Und du gibst mir jetzt ein bisschen was davon. Abgemacht. So, tschüss. Hallo zusammen, ich war auf dem Weg zum Treffpunkt meiner Einheit, als ich deinen Laden sah. Ich dachte, ich schaue mal vorbei und kaufe einen Trank für unseren Kampfmagier. Er hat sich in letzter Zeit darüber beschwert, dass seine magischen Kräfte nachgelassen haben. Ich habe gehört, dass es einen Trank gibt, der Magiern hilft, wieder zu Kräften zu kommen. Hast du so einen? Mana, Mana haben wir doch. Ja, bitte sehr. 8,29, klar, tschüss. Ein riesiger Ameisenhaufen ist in der Nähe meines Hauses aufgetaucht und hat jetzt. Und jetzt sind die Ameisen überall auf dem Boden, in den Wänden, Decke, Essen, unerträglich. Ich brauche etwas, um die lästigen Viecher loszuwerden. Und zwar schnell. Aber ja, vielleicht. Ach nee, wahrscheinlich Gift, hä? Oh, nice. Sei so freundlich und gib mir ein Heilmittel von der stärkeren Sorte. Ja. Ja, Kollege. Das kann ich leider nicht. Da habe ich die Zutaten nicht da. Das müsste doch machbar sein, da drüben hinzukommen. Weil wenn wir dahinter aufschlagen, dann mit Wasser verdünnen. Oder das. Wenn wir das auf Stufe 3 kriegen. Könnte ich das Rezept abspeichern. Dann. Shit, sonst hätte ich gesagt, speichere ich das Ding ab. Es ist wesentlich einfacher und billiger in der Herstellung. Na, ich hoffe, der ist mit Stufe 2 zufrieden. Naja. Tschüss. Habe ich denn eigentlich schon Greiber gepflückt heute? Habe ich schon. Steht auch nicht mehr da. Hier ist alles durch. Geeidelt haben wir heute eigentlich viel zu viele schon, würde ich sagen. Da unten, die zwei Dinger, die müssten wir uns demnächst mal holen gehen. Aber da würde ich jetzt erstmal ernten wollen. Eigentlich könnte man es ja so machen, wir pflücken erst einmal. Dann verkaufen wir und dann, wenn wir dann noch was übrig haben, können wir gucken, inwieweit wir da in die Forschung gehen. Ich glaube, so machen wir mehr Erfolg. Dass wir wirklich dann zum Schluss forschen mit dem, was wir übrig haben. Das war's schon, keine Pilze, nichts. Das geht in die Richtung. Könnte ich das kurven? Aber Alter, du hast ja ganz schön gepfefferte Preise, mein Freund.
Ich habe meinen Feuerstein irgendwo verloren. Und jetzt kann ich kein Feuer machen. Mein Mann kommt heute Abend mit Freunden nach Hause und ich muss ihnen etwas zu essen kochen. Hast du etwas, das mir helfen kann, ein Feuer im Herd zu entfachen? Ja, Berserker. Ach komm. Ich werde bald auf einen langen Kreuzzug gehen und was könnte meinen Kampfgeist besser stärken als ein Fläschchen Ehl? Das Problem ist, dass die Sonne meinen Flachmann aufheizen wird. Ich denke, wenn ich einen Tropfen Frosttrank hinzufüge, bleibt das Ehl auch in der Sommerhitze eiskalt. Hört sich das für dich schlüssig an? Ja. Nach da drüben. Oh Gott. Steine, sie sind halt schweineteuer. Wenn ich das Ding einzeln hier reinknalle, das bezahlt mir doch keine Sau. Naja. Achtunddreißig. Ich war gerade auf der Straße unterwegs, als mir wie aus dem Nichts ein Blumentopf auf den Kopf fiel. Gut, dass ich schon immer einen dicken Schädel hatte, sonst wäre ich jetzt erledigt. Aber jetzt habe ich einen fetten Ball am Kopf. Heiltrank, oder? Augenmaß und Handgewicht. Würde ich das gleich mal als Heiltrank speichern? Das andere war doch übelst kompliziert, ne? Und das sind ja wirklich die billigsten Zutaten vom Billigen. Stimmt, hier hatten wir den übelst seltenen teuren Pilz drinne. Kannst du knicken, Kollege? Und wir speichern das. Können wir jetzt nämlich immer Stufe 3 Heiltränke herstellen.